Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, diesmal mit dem durchaus sehr wichtigen und spannenden Thema Orientierung geben. Und hier bei mir in der Aufnahme ist Jürgen Wulff. Jürgen, du bist der Führungsstratege, so nennst du dich. Du entwirfst seit vielen Jahren Strategien für Unternehmen und Führungskräfte und hast in den letzten 20 Jahren mehr als 10.000 Führungskräfte begleitet oder mit ihnen gearbeitet. Dein Buch heißt Zielführend, Unternehmen brauchen Führung und Führung braucht Orientierung. Und das wollen wir uns heute mal genau anschauen. Du wirst vom Management Journal wird dieses Buch als außergewöhnlicher Ratgeber bezeichnet für jede Führungskraft. Bin gespannt. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Jürgen Wulff. Hallo Stefan, schön, dass ich dabei bin. Jürgen, mich interessiert wirklich vor allem eins. Du behauptest, dass Orientierung ein menschliches Grundbedürfnis ist. Und das würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer verstehen. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir uns mal verlaufen haben. Also das ist mir auch schon mal passiert. Ich bin mal im Wald spazieren gegangen und ich hatte dummerweise das Smartphone nicht dabei. Und irgendwann, ja, da wusste ich überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Und die Frage, die dann wirklich automatisch auftaucht, wenn wir nicht mehr wissen, wo wir sind, ja, wo befinde ich mich denn eigentlich? Das erzeugt ganz schnell ungute Gefühle, wenn wir das nicht wissen. Also das wäre ungefähr so, wenn man dich kidnappen würde und irgendwo aussetzen würde in einer unbekannten Stadt, dann wäre wahrscheinlich deine erste Frage, wo bin ich denn hier eigentlich? Und das fragen sich Menschen immer. Also wenn sie aufwachen, sie waren ohnmächtig, meinetwegen nach einer OP, dann gucken sie, wo sind sie? Ah, im Aufwachraum. Und deswegen findet man zum Beispiel auch im Aufwachraum gleich eine Uhr, weil das ist das Nächste, was Menschen an Orientierung brauchen, der Ort und die Zeit. Ja, also Orientierung ist so etwas ganz grundsätzlich. Wenn das nicht da ist, dann fühlen wir uns verunsichert und werden auch ängstlich. Okay. Also das mit dem Aufwachraum verstehe ich, weil ich werde ja da sozusagen im schlafenden Zustand irgendwo hin transportiert. Und das ist eine ganz seltsame Erfahrung, die man da als Mensch macht. Weiß nicht, wer es schon mal erlebt hat. Man wacht da auf, wo man nicht eingeschlafen ist. Und das führt schon mal zu Verwirrung. Okay, kapiert. Orientierung ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und was heißt es jetzt in Bezug auf unser Leben im 21. Jahrhundert? Was brauchen wir da an Orientierung von Unternehmen oder von Führungskräften oder auch vielleicht im Privaten? Ich glaube, dass das gar nicht am 21. Jahrhundert festzumachen ist, sondern wir brauchen das grundsätzlich. Es sind immer vier Fragen. Die eine habe ich ja schon genannt. Also wir wollen wissen, wo stehe ich eigentlich? Im Unternehmenskontext ist das klar, da bin ich im Büro. Aber welche Rolle habe ich eigentlich inne? Das interessiert mich da schon. Also wo stehe ich? Was ist meine Aufgabe? Und dann kommt die zweite Frage. Wo soll oder wo will ich hin? Also ist die Frage nach dem Ziel. Das kann vorgegeben werden oder es kann einfach fehlen. Und wenn es fehlt, dann fehlt da wieder Orientierung. Und die dritte Frage wäre, wie komme ich eigentlich dahin? Das ist die Frage nach dem Weg. Auch das interessiert uns. Selbst wenn ich weiß, wo ich stehe und wo ich hin will, dann weiß ich noch lange nicht, welchen Weg ich gehen soll. Und da ist auch wieder Führung, sind Unternehmen gefordert. Und die vierte Frage ist die Frage nach dem Sinn, warum soll ich mich denn überhaupt auf den Weg machen? Also man kann mir was vorgeben, man kann sagen, da stehst du, da sollst du hin und gibt mir auch einen Weg vor. Wenn das Ganze für mich nicht sinnvoll erscheint, ja, dann will ich mich auch gar nicht auf den Weg machen. Also Motivation muss auf jeden Fall durch Unternehmen auch gegeben werden. Und da sind sowohl das Unternehmen als an sich, also Unternehmensleitung gefragt, aber auch die Führungskräfte an sich, weil die müssen diese grundsätzlichen Fragen beantworten. Und da sich so viel ändert in unserer heutigen Zeit, wir reden ja von der VUCA-Welt, wo alles unsicher, komplex, volatil ist, da ist das nochmal wichtiger, weil sich eben die Umgebung sehr schnell verändert. Ich meine, das haben wir ja im März 2020 auch in Deutschland erleben können, wie schnell sich gewohnte Voraussetzungen völlig verändern und wir eben nicht mehr uns draußen treffen können oder ins Büro fahren ganz normal und dadurch natürlich auch viele, viele, viele wirtschaftliche
Dinge plötzlich erstmal weg erscheinen, zerstört erscheinen. Und ja, wie sich herausstellt, es gibt ja immer neue Wege. Aber ganz richtig, gerade in den Zeiten VUCA, also Unsicherheit, alles ändert sich, nichts ist eindeutig, da wäre es ganz gut, Orientierung zu haben. Aber wo nehme ich denn als Führungskraft selbst die Orientierung her? Ich meine, ich bin ja nicht außerhalb der VUCA-Welt und schaue da drauf und sage, guck mal, die da in der VUCA-Welt, bin ja selber drin. Also ich habe ja auch alles mehrdeutig und unsicher und unklar und alles ändert sich dauernd, Geschwindigkeit steigt. Wo soll ich denn meine eigene Orientierung hernehmen? Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de.